Wie der Erzähler gerade gesagt hat, stehen wir jetzt vor dem Wirtshaus in Kerzenburg, haben nur unseren Stab und 120 Goldmünzen, die wir gleich verprassen können. Aber ein paar Sachen noch vorweg. Ich werde dieses Let's Play wirklich als Let's Play betreiben und nicht als striktes Let's Roleplay. Das heißt, ich halte mich zwar an die Gesinnung meines Charakters, versuche auch nicht zu spoilern, weil ich kenne das ganze Spiel ja auch schon, genauso wie den zweiten Teil und die Addons und so weiter. Aber ich werde versuchen, nichts davon preiszugeben, sondern die Geschichte nach und nach abzuarbeiten. Ich werde mich jedoch nicht so hetzen lassen, wie es sich eigentlich gehören würde. Zum Beispiel jetzt wurden wir ja auch beauftragt, uns Ausrüstung zu kaufen und sofort zu Gorion zu gehen. Wenn wir das aber machen, verpassen wir schon ein paar Quests hier im Anfangsgebiet. Und genauso wird es auch im weiteren Spielverlauf sein. Das heißt, eigentlich müsste man sich mal tierisch beeilen und könnte die Welt gar nicht erforschen, könnte gar nicht alle Quests machen. Das heißt, ich werde das ignorieren. Also gut, es halt geht. Das heißt, ich mache jetzt hier, hole jetzt meine Ausrüstung, erforsche dann das Gebiet, mache alle Quests im Gebiet und spreche dann erst mit Gorion. Auch wenn das nicht unbedingt die rollenspielgerechte Alternative ist, finde ich doch, dass es dadurch ein bisschen interessanter wird. Außerdem wird das ganze Spiel abgedeckt und man bekommt wirklich alles mit und nicht nur so einen kleinen Bruchteil. Aber genug Gerede, erstmal rein da. So, und da haben wir den Tavernenbesitzer. Ich werde auch gleich die Texte, die er anzeigt, werde ich auch vorlesen, weil ich finde, das ist die beste Alternative. Ich könnte den Text einfach da stehen lassen, dass ihr es selber lest, aber dann müsste ich immer warten, bis ich denke, dass ihr weit genug gelesen habt, um dann weiterzumachen mit dem Spiel. Oder ich müsste es einfach quasi überspringen und ihr müsstet immer pausieren. Ist auch nicht wirklich eine tolle Alternative. Deswegen lese ich einfach alles vor. Und ihr werdet leider damit klarkommen müssen, dass ich mich ab und an mal verhasple. Aber ich hoffe, das wird okay sein. Mein Hotel ist so sauber wie ein Elfenpopo. Hallöchen. Na, schaust du mal wieder rein bei deinem alten Kumpel Windrop? Ja, wirklich alter Kumpel, weil da wir hier in Kerzenburg aufgewachsen sind und so gut wie die rausgekommen sind, kennen wir ihn sehr gut. Außerdem arbeitet unsere Freundin Imoen auch bei ihm. Das heißt, wir kennen schon all seine Tricks. Denk an die 5000 Goldmünzen, die gemäß der Sitte in Kerzenburg bezahlt werden müssen. Du weißt schon. Ja, wir wissen schon. Daher antworten wir auch, ihr wart schon immer ein Spaßvogel, Windrop. Je öfter ich es höre, desto lustiger wird es fast. Naja, ganz so oft vielleicht doch nicht. Genau. Na, war ja nur Spaß. Diese Mönche können ja gerne herumlaufen, als hätten sie einen Stock verschluckt. Bei mir bist du stets gern gesehen. Gorion hat ganze Arbeit bei dir geleistet, der alte Haudegen. Na okay, so würden wir unseren Ziehvater nicht unbedingt bezeichnen, aber gut, er darf das wohl. Also, kann ich irgendwas für dich tun? Willst du was zu trinken, ein Zimmer oder willst du was kaufen? Ja, wir wollen was kaufen. Was habt ihr denn? Wir brauchen auf jeden Fall eine neue Waffe. Weil diese Stabschleuder, die wir jetzt haben, die ist echt lachhaft. So, also ein Bastardschwert, ein Schild, ein Helm. Haben wir noch Pi mal Daumen 70, 77 Goldmünzen? Das heißt, die guten Rüstungen können wir uns schon mal nicht holen. Also Lederwamst. Haben wir noch 50 Goldmünzen übrig? Ja, das soll erstmal reichen. Ziehen wir auch gleich an. Weg mit der Stabschleuder. So, sehen wir schon richtig abenteurermäßig aus. Auch wenn das hier ein wenig irritierend ist, dass er keine Hose anhat. Aber gut. Schauen wir uns in der Taverne noch ein bisschen mal um. Die kennen wir zwar eigentlich, aber ihn haben wir hier vorher noch nicht gesehen. Ah ja, ich bin zurück in den heiligen Hallen von Kerzenburg. Wegen dieser Eisenkrise gestaltet sich die Reise von Beregost gefährlicher, als ich es wahrhaben wollte. Ja, von der Eisenkrise haben wir auch schon mal gehört. Es soll wohl das Eisen schlecht werden in den Minen und dadurch die Preise für den Eisen in die Höhe getrieben werden. Ihr seid Gorions Schützling, nicht wahr? Herrje, ihr habt euch ganz schön gemacht, wenn ihr einem alten Mann, der eifersüchtig auf die Jugend ist, so eine Aussage zugesteht. Ich habe eine Identifizierungsformel mit Testoril in den inneren Räumen hinterlegt. Das ist ein Übersetzungsfehler, soll Innenhöfe heißen. Er sollte sie bereits überprüft haben. Wenn ihr sie für mich holen könntet, wäre ich euch dankbar. Ja, warum nicht? Also wie gesagt, die Innenräume ist der Innenhof von der ganzen Anlage hier. Also ist hier aufgebaut aus mehreren Ringen. In der Mitte ist die Festung. Dann kommt der Innenhof, das ist das hier. Und der Außenhof, wo die meisten Gebäude stehen. Also schauen wir uns mal im Innenhof ein wenig um.
auch wenn er uns irgendwelche Angaben hätte geben können. Er ist im Innenhof beim Brunnen zum Beispiel, das wäre ganz praktisch. Oder bei der Treppe oder... Aber gut, was tun wir nicht alles, um jemandem zu helfen? Firebeat hat euch zu mir geschickt, nicht wahr? Sehr gut, bringt ihm diese Schriftrolle zurück. Doch dann müsst ihr euch beeilen und mit Grian sprechen. Ja, wir werden uns nur bedingt beeilen. Er erwartet euch auf den Stufen des Hauptgebäudes der Bibliothek. Ich versichere euch, es ist eine Angelegenheit von äußerster Dringlichkeit. Gegenstand gewonnen, das wird die Schriftrolle sein für Firebeat. Auch wenn er uns seinen Namen nicht genannt hatte. So, zurück zur Taverne. Ah ja, unsere Kindheit hier muss ziemlich langweilig gewesen sein. Ich meine, klar, die Bücher waren bestimmt interessant, wenn wir den Zugang zu den Büchern hatten. Aber ansonsten, die paar Leute, die hier wohnen, es gibt die Taverne, es gibt dann noch die Kaserne. Aber so wirklich viel zu tun für einen jungen Menschen? Denn es ist klar, dass wir uns jetzt freuen auf ein Abenteuer. So, wollten wir bei dir noch was? Nee, wir wollten eigentlich zu Firebeat. Ich bin froh zu sehen, dass das Alter euer Herz noch nicht gegenüber einem alten Mann wie mir verhärtet hat. Ja, ein bisschen großspurig ist er. Hier, erlaubt mir einen kleinen Zauberspruch über euch auszusprechen. Es wird euch vor allem Bösen, das euch heute Nacht möglicherweise begegnen wird, beschützen. Ja, Schutz vor Bösen haben wir bekommen. Und einen Heiltrank. Das ist doch mal praktisch. So, und wir funkeln schön. Türkis. Genau, was ein Paladin braucht. Ein halbnackter Paladin, der Türkis funkelt. Na gut, schauen wir uns weiter hier um. Wir werfen quasi noch einen letzten Blick auf unsere Heimat, bevor wir von dann ziehen. Der Zauber wird auf jeden Fall nicht halten bis heute Nacht. Aber er hat sehr gut gemeint, der alte Firebeat. So, was haben wir hier für ein Gebäude? Eigentlich hätte die ganze Karte schon aufgedeckt sein müssen. Ich meine, wenn wir unser ganzes Leben hier verbracht haben, dann kennen wir jeden Winkel davon. So, hier haben wir die Kaserne. Ich hallo. Hätte zur Armee gehen sollen. Uff, was für eine durchzechte Nacht. Okay. Die scheinen hier Spaß zu haben. Naja, wird ein recht langweiliger Posten sein, hier Wache zu schieben. Dieser Hull übertreibt es immer. Der Ärmste muss heute Morgen auch nach Wache am Tor schieben. Mir ist schleierhaft, wie er das durchhält. Naja, was kann ich denn für dich tun? Ich habe mich nur gefragt, ob ihr nicht ein paar Botengänge zu erledigen habt, die ich übernehmen könnte. Ja, was auch nicht wirklich viel Sinn macht, wenn wir gerade von unserem Ziehvater gerufen werden, dass was Dringliches gemacht werden soll, dass wir dann hier hingehen und Fragen auf Botengänge erledigen können. Aber okay. Wir können ja einfach davon ausgehen, dass Grian uns erst ruft, wenn wir alles hier erledigt haben. Besorgung? Ja, eigentlich bräuchte ich ein paar Armbrustbolzen. Wenn du von Windtrop beim Gasthaus welche besorgen könntest, da waren wir gerade, gebe ich dir das Gold gleich zurück. Ja, für dich springt dabei auch etwas heraus, also schau mich nicht so an. Schauen wir so goldgierig aus? Aber gut. So, und der Zauber ist schon weg. Ja. Es hat nicht mal eine halbe Stunde gereicht. So, also holen wir ihm die Bolzen, dann geht's zurück zur Kaserne und schauen wir uns weiter um. Ja, der Windtrop muss gut Geld machen hier. Ist der einzige Händler im Ort. Was ich ein bisschen komisch finde, bei so vielen Leuten, die hier wohnen. Und die Bibliothek soll ja recht gut besucht sein, wenn es eine weltberühmte Bibliothek quasi ist. Also zumindest an der Schwertküste. Ja, wir brauchen Armbrustbolzen. Bolzen. 20 Stück. Sollte reichen. Und raus hier. Ups, unser Stab fliegt ja immer noch rum. Den hätten wir auch an einer besseren Stelle positionieren können. So, zurück zur Kaserne. Der Herr des Todes wird...
Ja, es wird bestimmt interessant für den Charakter hier zum ersten Mal aus den Mauern raus. Auch wenn es gefährlich ist oder nicht, aber in dem Alter ist man ja noch ein bisschen heißspornig und denkt nicht wirklich viel darüber nach. Er hat jetzt zum ersten Mal seine Rüstung an, sein Schwert in der Hand und freut sich darauf, was Neues zu erleben. Auch wenn er erstmal nur Botengänge erledigt. So. Hier, deine Armbrustbolzen. Hier bitte, du kleiner Großverdiener, ein paar Goldmünzen, um deine Taschen zu füllen. 10 Goldmünzen. Juhu. Aber 50 Erfahrungspunkte wenigstens noch drauf. So. Ach ja, noch eine Sache, die nicht unbedingt rollenspielgerecht ist und die ich machen werde, ist Kisten plündern. Denn ein Paladin würde eigentlich nicht durch die Gegend gehen und jede Kiste durchsuchen, ob da irgendwo Gold drin ist oder nicht. Und ja. Wenn ich das aber nicht machen würde, würde ich wichtige Sachen im Spiel verpassen und das wäre schade. So, schauen wir mal hier rein. Das ist die Schlafbaracke. Auf meiner Klingel steht euer Name. Tut sie das? Du da, du bist doch Gorions kleiner Balk, oder etwa nicht? Ja, die Beschreibung trifft auf dich zu. So gefährlich siehst du gar nicht aus. Ja, wir konnten uns noch keinen Plattenpanzer leisten. Aber wir sind naiv, also sagen wir gleich, dass wir das sind. Ja, das bin ich. Kenne ich euch? Nein, ich glaube nicht, dass das der Fall ist. Ich werde hier nicht lange verweilen, also macht's nichts aus. Und du wirst hier auch nicht lange sein, also macht's noch weniger aus. Wollte ich nur mal angucken. Hübsches Gesichtchen, aber so toll nun auch wieder nicht. Okay. Egal. Ich liefere deinen Schädel und habe für den Rest des Lebens ausgesorgt. Nein. Greifst mich mit einem Dolch an. Wie wird das mit einem Messer nicht zu einem Schwertkampf gehen oder so? Nehmen wir mal mit. Gucken uns hier nochmal um. Aber nö, hier ist nix. Und raus.